Ich fühlte mich unterfordert und trotzdem überfordert in meinem ersten Job als Kindergartenlehrperson. Und irgendwie konnte ich dieses Gefühl nicht so richtig einordnen, weil, ja, wieso Unterforderung, wenn mich das Verhalten gewisser Kinder doch an die Grenzen brachte? Ein Licht ging mir auf, als wir eine Weiterbildung hatten und der Dozent sagte, oft ist diese Spannung in den Lehrpersonen, weil sie emotional überfordert sind und intellektuell unterfordert. Und je jünger die Stufe, desto größer ist diese Spannung. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis und ich wusste, okay, jetzt möchte ich in meinem Leben nochmals eine neue Herausforderung suchen. In dieser Zeit sang ich in einer Band und wir spielten regelmäßig in der Kirche und ich moderierte auch Anlässe und ich liebte es, die Leute mitzunehmen beim Singen und auch durch diese Veranstaltungen mit meinen Moderationen durchzuführen. Und ich bekam auch viele schöne Feedbacks. Und einmal machten wir eine Kunstveranstaltung und ich begrüßte die Leute und führte durch diese Veranstaltung. Und am Schluss kam eine Frau auf mich zu mit einem riesengroßen Strauß roter Rosen und sie sagte, hey Judith, du hast es heute wieder so schön gemacht. Ich finde, du solltest zum Radio oder zum Fernsehen gehen. Und da war diese Idee gepflanzt in mir oder gewachsen in mir, dass ich dachte, ja, das würde mir gefallen. Ich suchte also irgendetwas, wo ich mich in diese Richtung weiterbilden konnte und ich machte dann ein Multimedia-Jahrespraktikum mit etwas Radio, Fernsehen und Print und konnte nachher auch dort bleiben bei den RF-Medien und als Redakteurin beim Fenster zum Sonntag arbeiten. Dazu konnte ich berufsbegleitende journalistische Ausbildung in Luzern machen, MATS, und hatte dort den Schwerpunkt Video und Fernsehen. Und das war eine tolle Zeit. Ich arbeitete mit Kameraleuten, mit Cutter, schrieb diese Drehbücher und lernte da in meiner Ausbildung alles rund ums Thema Videoproduzieren. Mein Mann und ich wollten uns dann aber einen langen Traum erfüllen und ich kündigte meine Stelle und wir gingen 8 Monate auf Reise. Und auf unserer Reise, da hatte ich eine Kamera dabei und einen Computer zu schneiden. Ich habe für unseren Reiseblog Videobeiträge gemacht, ich habe Interviews geführt und das war so das erste Mal, dass ich wirklich alles selber gemacht habe, gefilmt und geschnitten und diese Beiträge zusammengestellt habe. Und als wir zurückkamen, war ich einerseits schwanger und auf der anderen Seite wollte ich mir einen Job im Journalismus suchen. Und ich fand dann auch eine Arbeit als Videojournalistin, wo ich News produzierte. Schnell wusste ich, dass ich in diesem Job nicht wirklich glücklich werden würde. Da war der Arbeitsplan, der war zwar ganz klar, wann ich arbeiten würde, aber ich musste immer damit rechnen, dass ich vielleicht am Abend länger bleiben muss. Und als frisch gebackenes Mami war das nicht ganz einfach. Mein Mann musste die Randzeiten immer abdecken. Und ja, das empfand ich als schwierig. Und das Zweite ist, in den News, das ist halt eher oberflächlich. Es geht darum zu zeigen, was gerade passiert, aber man hat nicht die Zeit, um wirklich in die Tiefe zu gehen und einem Thema auch mal nachzugehen. Und das vermisste ich sehr in diesem Job. Und das Dritte war, mein Chef, der hatte journalistisch etwas andere Vorstellungen als ich, wie man einen Beitrag aufbereitet. Und auch menschlich konnten wir einfach überhaupt nicht gut zusammenarbeiten. Also ich litt wirklich sehr in dieser Zeit auch unter der Zusammenarbeit. Und ich wusste, jetzt braucht es nochmals eine Veränderung. In dieser Zeit überlegte ich mir oft, was würde mir wirklich Freude bereiten. Und da war einerseits noch das Moderieren und Video, aber auch Gespräche mit Menschen, auch die Technik, die Smartphones kamen da gerade neu auf den Markt. Und da startete ich das Experiment Judith TV und ich nahm jeden Monat eine Sendung auf mit einem Gast, wo ich 3 iPhones aufstellte und den Gast filmte und ausprobierte, was ist möglich mit dieser Technik und so meine eigenen Themen und Menschen für die Sendung wählen konnte. In dieser Zeit kamen dann Anfragen, die Swisscom fragte, könntest du unsere Events filmen mit dem iPhone und die Migros fragte, könntest du nicht unsere Lokalproduzenten schulen, damit sie auch Filme mit dem Smartphone erstellen können. Und ich merkte, wow, das macht mir Freude und es ist auch ein Bedürfnis da von anderen Menschen, die auch lernen möchten, Videos zu produzieren. So machte ich mich selbstständig und gründete meine eigene Firma Judith Steiner Videoproduktion. Und in den letzten 10 Jahren ist das
weiter gewachsen und in mir ist mehr und mehr das Bedürfnis gewachsen, wirklich Menschen zu helfen, dass sie auch ihre Geschichte erzählen können, dass sie ihre Botschaft, ihr Wissen teilen können mit Hilfe von Videos. Dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dann. Tschüss.